Gehörst du auch zu den Dienstleistern oder Coaches, die momentan noch kostenlose Fitting-Calls anbieten, das Gefühl haben, dass sie 24/7 für ihre Kunden da sein müssen oder tatsächlich sogar ihnen hinterherlaufen müssen, damit sie dir gewisse Fragen beantworten, gewisse Dinge machen, damit du einfach am besten für sie arbeiten kannst? Wir werden versuchen, das heute zu lassen. Ich werde dir die Geheimnisse mit auf den Weg geben, die ich tatsächlich in unserer Beratung anwende, um sie bestmöglich aufzustellen, sodass wir mehr Einnahmen haben, ohne mehr dafür zu arbeiten. Das ist ja immer das One-on-One-Dilemma. Und werde dir sogar sagen, was ich jetzt in meinem Agency-Kurs von Uplevel, also wir haben eine Variante, die für Online-Kurse sind und eine, die für Dienstleister und Agenturen sind, etablieren werde, damit man auch als Dienstleister so viel es geht automatisieren kann, um sein Business skalierbar aufzustellen, auch wenn man als Hauptbusiness eine One-on-One-Dienstleistung anbietet. Lass uns loslegen. Wir haben normalerweise Situationen, das ist das, was ich häufig online sehe, dass es verschiedene Probleme, aber vor allem zwei Probleme gibt, die Dienstleister machen. Das erste ist, dass man eine Dienstleistung nicht konkretisiert. Das heißt, wir haben viele Dienstleister, die Profis sind in ihrem Bereich, Coaches, die Profis sind in ihrem Bereich und dann sagen, hey, das ist unser Spektrum und du kannst einfach dich mit uns in Verbindung setzen, natürlich kostenlos, damit wir schauen, wie wir dir helfen können. Genauso wie ich es auch meinen Mitgliedern sage, die sich um meinen Online-Kurs kümmern, ist die Tatsache, dass du mit einem Satz formulieren kannst, wem du genau mit deiner Dienstleistung hilfst, essentiell. Denn damit verhinderst du, dass jeder, der ansatzweise dein Problem hat, sich bei dir meldet, weil er ja kostenlos erstmal one-on-one von dir beraten wird. Und du verhinderst damit auch, dass die Leute sich ausfiltern. Also, wir haben einen Satz, der Folgendes machen muss. Er muss deinen Zielkunden definieren. Und du musst nicht definieren mit Niche Down und sowas alles. Ja, die Riches sind in der Niches und alles ist alles cool. Aber du musst vor allem dafür sorgen, dass dein Zielkunde weiß, welches Ergebnis er bekommt. Und dieses Ergebnis bekommt er bei dir. Ne? Also Zielkunden definieren. Fokus auf die gewünschte Transformation. Also nicht auf, hey, ich helfe Eltern, ich helfe Müttern zwischen 30 und 40, sondern ich helfe denen, die das erreichen wollen. Egal, ob es Mütter sind, Eltern sind, etc. Das Ergebnis. Ergebnisorientiert und Zielkunden definieren. Das musst du in einem Satz hinbekommen. Also, dein Zielkunde, wer ist das? Und wo steht er am Anfang? Und wo will er am Ende hin? Wunsch. Ne? Schmerz, Wunsch, Problem, Wunsch, Schmerz. Wie auch immer du das formulierst. Diese ganze Geschichte muss ein Satz werden. Ein Satz, den eine Fünfjährige verstehen kann, ein Satz, der nicht kompliziert ist und ein Satz, der so in ihrer Sprache ist, nicht in deiner Sprache, du bist Experte, darüber reden wir nicht, in ihrer Sprache, dass sie diesen Satz sehen und sagen, das brauche ich. Oh, woher weiß sie das? Woher weiß er das? Woher weiß das genau das mein Wunsch ist? Das ist wichtig und es ist egal, ob du One-on-One-Dienstleistungen anbietest für Konzerne, für, weiß ich nicht, Unternehmerinnen, es ist vollkommen wurscht, dieser Satz, selbstpsychologisch aufgebaut, neuromarketingmäßig optimiert, der muss sitzen. Also überleg dir einen Satz, wo du dein Zielkunden definieren kannst und sofort zeigst, was das Endergebnis ist. Das Wie, schreiben wir hier dick hin, hat da nichts verloren. So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, was passiert jetzt damit? Das heißt, normalerweise haben unsere Dienstleister eine Seite. Da steht ungefähr drauf, was sie alles können, wie toll sie sind, wie wundervoll sie sind, was sie für Preise gewonnen haben, wo man sie überall gesehen hat. Also es geht tatsächlich nur um diesen Dienstleister. Man weiß aber nicht genau, was er anbietet. Da ist eine Häufigkeit von Dienstleistungen, von Events, von Kunden, alles erwähnt. Und man weiß nicht ganz konkret, was genau bekomme ich jetzt bei dir. Also, was bekommt man? Konkret. Ich finde es sehr schwierig und wir haben bei unseren Kunden gemerkt, die Tatsache nicht komplett gar nicht über Preise zu reden, führt eher dazu, dass man weniger Kunden akquiriert als mehr. Die Tatsache, alles schwammig zu lassen, das funktioniert vielleicht auf dem amerikanischen Markt, das funktioniert nicht auf dem deutschen Markt. Wir Deutschen wollen wissen, was bekomme ich ab welchem Preis? Ab welchem Preis? Also, was bekommt man konkret? Und was bringt mir das? Fokus auf den Kunden, nicht Fokus auf dich. So, das heißt, du definierst einen Ansatz, was du konkret bekommst und idealerweise ist es so konkret, dass es ein einziges Paket wird, dass es ein Flaggschiff-Paket wird. Also ein Angebot, ein Paket. Ne?
das ist jetzt dasselbe, aber du musst gucken, wie du es definierst. Das heißt, du sagst zum Beispiel, hey, ich bin Webdesignerin, ich helfe dir. Konkret sagst du dann, was ist momentan der neueste Trend, ich glaube Elementor, keine Ahnung, irgendwie sowas, Website-Design zu machen und helfe dir, das und das mit deiner Webseite zu machen. Fertig. Dann machst du nicht den Fehler. Man kann immer noch sagen, ach so, übrigens, man kann immer noch sagen, hey, auf Anfrage mehr, ne? Das ist gar kein Thema. Aber erstmal ist das der Fokus. Und dann, was wir hier auch nicht machen, wir müssen nochmal deutlich machen, dass Sie hier oben, interessiert keinen, was wir hier nicht machen, ist ein kostenloses, wie nennt man das, Fitting Call. Melde dich bei mir oder buche jetzt deinen kostenlosen Termin bei mir, damit wir darüber sprechen können, wie ich dir helfen kann. Um Gottes Willen. Wie viele, wenn du das anbietest, Leute hast du, die sich bei dir gemeldet haben, die sich kostenlos informiert haben, du hast die ganze Zeit die Hoffnung, hier toller der Call wird, dann wird er irgendwann buchen, passiert aber nicht. Also, keine kostenlosen Fitting-Calls, sondern ein Weg, um ihm zu zeigen, wie er arbeiten möchte, wie du arbeitest. Das heißt, du sagst zum Beispiel, mache jetzt, mache XY, um zu sehen, wie ich arbeite, plus bewerbe dich. Das heißt, du drehst den Schuh um. Es ist nicht mehr so, dass dein Kunde die Macht in der Hand hat und sagt, oh, Kratzefuß, ich möchte Fitting Calls machen, ich möchte das machen, damit mein Kunde, Hauptsache der arbeitet mit mir, sondern psychologisch gesehen drehst du alles um und sagst, ey, so arbeite ich, das sind die Resultate, die ich bringen kann, das machst du in einem Video etc., sodass er es bestmöglich sehen kann, je nachdem, was für deine Branche geeignet ist. Bewirb dich, damit ich schauen kann, ob ich dir helfen kann. Du kannst immer noch sagen, wir sprechen auf Social Media etc., um zu gucken, ob dein Business passt, aber bewirb dich. Du drehst die komplette Macht sozusagen um. Dein Kunde hat plötzlich das Gefühl, oh mein Gott, ich möchte mit ihr arbeiten. Bewirb dich, damit ich prüfen kann, ob ich dir wirklich helfen kann. Das ist ein Dienstleistungsvorsprung, der auch an Qualität, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was das für einen Unterschied macht. Was bekommt man konkret dann? Wir drehen das um. Wir gehen jetzt nicht mehr von, hey, Fitting Call, Kratzerfuß, ich hoffe, dass du irgendwie mit mir arbeiten willst, sondern bewirb dich und dann entscheide ich. Und dann, Quintessenz bei der Bewerbung, fragst du Dinge ab, die du wissen musst, um zu entscheiden, ob das ein Kunde ist, mit dem du arbeiten möchtest. Wenn das zum Beispiel für dich Dinge sind wie, was hast du bisher gemacht? Oder wenn das Dinge sind wie, ich brauche von dir die Brand-Elemente, um überhaupt zu entscheiden, ob wir arbeiten können. Ne? Also auch Assets zum Beispiel, die er dir vielleicht vorab schon schicken kann, wenn es natürlich nicht zu sehr ins Detail geht. Ne? Aber alles, was du wissen musst, zum Beispiel, was wir auch fragen, ist, kannst du dir 1 bis 2 Stunden jede Woche für die nächsten 3 Monate Zeit nehmen? Das ist super relevant, wenn sich jemand nicht 2 Stunden die Woche blocken kann zu einem idealerweise bestimmten Termin, wir haben bestimmte Tage, die wir machen, dann kann ich nicht mit ihm arbeiten, weil wo kriege ich mein Feedback her, wenn das nicht funktioniert? Ne? Also auch Zeit, Fragezeichen. Plus, was in der Bewerbung wichtig ist, möchtest du, und dann sagst du das, was du bietest, möchtest du das erreichen? Ne? Das heißt, ich frage ab, ich stelle in dem Bewerbungsformular die Aussicht darauf, möchtest bei uns, das ist die Sales-Automatisierung, möchtest du in den nächsten 3 Monaten deine Sales- und Marketing-Aktivitäten so automatisieren, dass du Kunden auf Autopilot hast oder Kundenanfragen auf Autopilot bekommst. Das ist dann ja, nein. Oder wie wichtig ist dir, dass du in den nächsten 3 Monaten dein Sales und Marketing so automatisierst, dass du 10.000 Euro mehr in deinem Kurs verdienst? Also dieses Einordnen, Skala von 1 bis 5 etc., primet den Kunden darauf, was du als Ergebnis hast. Er stellt das in Aussicht. Was wir zu machen für unsere Upload-Programme, das ist keine Dienstleistung, das ist ein ähnliches Konzept, dass wir dann an der Bewerbung, man kann ja mit mir auch nicht so meinen Kurs buchen sozusagen, sondern muss sich auch bewerben. Wenn du das erfahren möchtest, wie es geht, geh auf mipreneur.chrismikus.de. Dann ist es so, dass ich abfrage, wie sehr würde es dir helfen, 10.000 Euro in deinem Business zu verdienen. Am Anfang habe ich zum Beispiel auch gefragt, was würdest du mit den ersten 10.000 Euro in deinem Business machen? Also, dass man hier eine Frage einbaut, die auch zeigt, oh, das ist das Ergebnis, was ich kriege. Sehr konkret. Wir haben das sowieso schon in einem Satz formuliert, aber hier ist es nochmal konkret drin. Und dann fragst du generell nach, wärest du bereit? Das heißt, wenn alles gut laufen würde, wärest du bereit, 5.000 Euro in die Hand zu nehmen, um die Webseite zu haben, die jeden Tag 5 neue Kunden generiert?
Das muss angehakt werden. Und da muss nicht ja, nein, sondern ja, sofort, in den nächsten Monaten, vielleicht, ich muss in Ruhe darüber nachdenken. Aber so filterst du schon sehr stark auch die Kunden aus, die dann sagen werden, nö, das ist mir nicht wert. Ne? Und ich habe auch tatsächlich so eine Antwort drin, nein, das ist es mir nicht wert. Damit hast du sozusagen dir 99% der Arbeit abgenommen, weil jetzt bekommst du Kunden, die dir Informationen geliefert haben, aufgrund denen du entscheiden kannst, ob du ihnen perfekt helfen kannst. Bei uns bei MPNR in der Beratung fragen wir Themen ab, wie in welcher Branche, in welchem Bereich machst du, was ist das umsatzstärkste Produkt, was du gerade hast, ne? Welche Landungsseite wird momentan am meisten aufgerufen? Die Landungsseite, wir haben keine Landungsseite, also wir fragen auch so ein bisschen Dinge ab, wo wir uns einordnen können, wo steht unser Kunde und auf welche Kunden konzentrieren wir uns. Das heißt, wir haben dann jede Woche 10 Anfragen und können genau sagen, das sind die Kunden, wo wir wissen, momentan, da ich immer sehr marktaktuell arbeite, kann ich denen am meisten Mehrwert liefern und kann denen ein Angebot machen. Und jetzt kommen wir noch zum Angebot. Das heißt, wenn du diese Bewerbung hast, die haben sich bei dir beworben, die sind theoretisch bereit, direkt zu buchen, schickst du ihnen ein Angebot, du kannst entscheiden, ob du mit ihnen nochmal sprichst oder nicht, schickst du ihnen ein Angebot, was nicht nur enthält, was du anbietest, was du machst und was die buchen, zumindest ein Teil, ein Drittel vorab, ne, sozusagen, vorab zahlen, sondern es ist komplett ein Schedule dahinter. Plus Schedule, also eine komplette Beschreibung, wie die nächsten Wochen ablaufen würden. Plus Schedule in, Sie haben ja hier angegeben, wann Sie Zeit dafür haben. In Woche 1 brauche ich, weiß ich nicht, 2 Stunden Onboarding-Gespräch. In Woche 2 liefere ich das. In Woche 3 liefere ich das. In Woche 4 liefere ich das. Und das kommt theoretisch mit der Unterschrift des Angebotes, definierst du die Erwartungshaltung, die du an den Kunden hast und die Erwartungshaltung, die der Kunde an dich haben kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass du dein Angebot abgeschlossen hast und dann musst du noch 5 Jahre hinterherlaufen, damit du alle Materialien bekommst, damit du Zugriff auf alles bekommst, damit sie dir Rückmeldung geben, etc. Das heißt, indem du diesen Plan runterschreibst, ihnen zur Verfügung stellst, wir haben verschiedene Tools, wo wir das direkt dann mit rausschicken und es für sie ein Reminder gibt, das brauche ich, damit wir arbeiten können. Ansonsten arbeiten wir nicht zusammen. Hast du direkt die Leistung auch definiert und abgegrenzt, damit es eben nicht mehr dazu kommt, dass du, wie ist es, Voxer-Nachrichten nachts um 23 Uhr beantworten musst, etc. Versuch also, den Teil deiner Dienstleistung so aufzustellen, so zu automatisieren, dass du die Kundenakquise so gut es geht automatisiert hast. Wenn du wissen möchtest, wie du jetzt Kunden da drauf bekommst und wie natürlich Kunden auch, ständig neue Kunden auf Autopilot, diese Sachen ausfüllen werden, solltest du unbedingt unsere Agency Edition dir anschauen. Schau gerne mal auf chrismikus.de/beta, wird nicht mehr lange verfügbar sein. Aber den Prozess kannst du sofort in deiner Dienstleistung etablieren, sofort hinterfragen, wie du alles umstellen kannst, damit du garantieren kannst, dass die Kunden, die sich bei dir bewerben, erstens, es wird es mehr sein, es werden qualitativ hochwertigere Kunden sein und zweitens wirst du so dafür sorgen, dass du dich eben nicht mehr in den Schlaf weinst, weil du nächtelang durcharbeiten musst für einen Kunden, der dann 4 Wochen zu spät die Rechnung zahlt, sondern hier kannst du definieren, dass die Erwartungshaltung von beiden Seiten definiert sind, dass der Kunde dich als super professionell wahrnimmt, weil du alle Informationen über ihn schon hast, bevor ihr überhaupt in Kontakt kommt, weil du exakt ihm vorgibst, wie der Ablauf sein wird und die meisten Kunden sind tatsächlich nicht so, dass sie deine Rechnung nicht zahlen, weil sie nicht wollen, sondern weil sie es vergessen, weil sie die Termine nicht auf dem Schirm haben, weil sie es nicht wissen, wie sie es in den Alltag einbauen können. Und indem du diese Vorbereitung mit den Kunden automatisiert machst, wirst du professioneller wirken und wirst tatsächlich auch die besseren und professionell arbeitenden Kunden für deine Dienstleistung ja, ins Boot holen oder auf dich aufmerksam machen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Abonniere unbedingt diesen Kanal für die Playlist, die sich rund um das Thema Automatisierung für dein Online-Business dreht. Das ist mein Spezialgebiet, das ist meine Leidenschaft und ich hoffe, dass du hier noch einige weitere Videos finden wirst, die dir helfen.